Hallo und herzlich willkommen an Bord, Kameraden, zum nächsten YTPL-Spieltag, dem ersten Spieltag der Rückrunde. Zur Hinrunde sind wir auf dem soliden ersten Platz und zur Rückrunde spielen wir Smurgle und Ninja Tom. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, wie das Team funktioniert. Ich habe Alola Knogger zur Hälfte rausgeschmissen und habe mir mit dem Z-Stein ein Despota gedraftet, was ziemlich OP sein kann, wenn man Dragon Dancen darf. Ob meine Strategie aufgeht, werden wir noch sehen. Denn dafür würde ich sehr gern ein Porygon 2 im Gegnerteam sehen. Wir spielen heute gegen den Zerrung, das sehen wir ja gerade. Ihr seht seinen Namen. Und, ja, Link ist in der Videobeschreibung. Er wird den Kampf auch hochladen. Und zwar nachkommentiert aus seiner Sicht. Und das Ganze muss ich jetzt noch capturen. Wir haben mittlerweile 2 Uhr nachts. Ich muss noch einen kompletten GPL-Spieltag rendern und schneiden. Dann muss ich diesen Spieltag schneiden und rendern. Dann muss ich ihm das noch speichern und hochladen und schicken. Und dann muss ich um 5 Uhr raus, weil ich ein Fußballspiel habe. Und mich nicht dort befinde, wo das Fußballspiel stattfindet. Das wird eine sehr lange Nacht für mich. Und dementsprechend bin ich aber doppelt so gehypt auf den Kampf. Denn nur deshalb bin ich so lange wach. Und deswegen soll der Kampf gut werden. Ich hoffe sehr, dass meine nicht ganz so gute Vorbereitung sich nicht negativ auf mein Spiel auswirkt, was natürlich, naja, nur fair wäre, wenn es das tun würde. Er hat Zapdos und Porygon dabei. Er hat ganz andere Dinge dabei, als ich erwartet hätte. Ich bin viel weniger auf die Sachen angewiesen. Krass, er hat Quaxo und Magbrand dabei. Die haben halt für mich eine Synergy, die unerklärlich ist. Weil es regnet und dann macht Magbrand weniger Schaden. Aber das ist natürlich gar nicht so bad. Ich leade auf jeden Fall mit der Lead. Und kann Spore drücken. Ja, das kann ich. Außer leadet Kapaloris. Dann gehe ich auf... Ja, auf was eigentlich? Wahrscheinlich auf Shaman. Ja, ich denke, dann ist Shaman der Play. Ja, das ist alles problematisch. Denn ich habe kein Speed Invest auf Shaman, glaube ich. Und das ist sehr, sehr schlecht gegen Magbrand, sehe ich gerade. Das ist in der Tat ziemlich, ziemlich schlecht. Ja, ich habe kein Speed Invest auf dem Teil. Naja, mal gucken. Good luck, have fun hier. Und mal gucken, was wir aus dem Kampf noch rausholen können. Er leadet nicht mit Kapaloris. Das ist sehr schön, denn dann kann ich eine Runde Spore drücken. Here we go, Spore. Und wenn wir outspeeden, ist es ultra geil. Wir outspeeden, das ist sehr, sehr nice. Denn somit kann ich jetzt an der Stelle... Was ist eigentlich wichtiger? Ist das Klebenetz wichtiger an der Stelle? Oder sind die... Ich glaube sogar, dass die Tarnsteine wichtiger sind. Ja. Hat kein Pokémon, das von dem Klebenetz getroffen wird. Ich lege die Tarnsteine. Die Tarnsteine sind sehr, sehr gut. Ich habe einen Plan. Und zwar lasse ich mein Smurgle an der Stelle auf 1 HP runterhauen von dem Magbrand. Und drücke auf Notsituation und wechsle dann in Despota. Dann bekommt Despota den Kill mit Sandsturm. Oder ich wechsle jetzt raus auf Despota. Aber Despota ist langsamer. Ich drücke auf Klebenetz. Ich werde das Klebenetz hier noch rausbringen. Und danach werde ich... ich bin schneller. Notsituation ist gar nicht so geil, muss ich sagen. Das ist natürlich jetzt problematisch. Denn dadurch werde ich mit Smurgle sterben. Das ist nicht problematisch, denn ich kann
auch nicht Dragon Dancen, weil ich den Kreuzhieb gesehen habe. Sehr gut, dass wir das schon mal gescoutet haben. Ich muss auf Notsituationen gehen. Das ist unglaublich wichtig, dass ich dieses Magbrand Low bekomme. Denn er kann nicht mehr auswechseln. Weil eben die Tarnsteine liegen. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, 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 sehr schön. Und der Flammkörper triggert. Das ist natürlich komplett irrelevant. Aber gut zu wissen. Perfekt. Perfekt. Wir haben eine sehr, sehr große Gefahr schon mal isoliert. Und können jetzt in Raikou gehen. Ja, ich kann hier in Raikou gehen. Ich habe mit meiner Beutelratte 3 Elektroattacken im Set. Und ich überlege gerade, welche die beste Option hier wäre. Eigentlich möchte ich, dass er sein Zapdos reinholt. Dementsprechend möchte ich ihn jetzt killen. Das bedeutet für mich, dass ich auf Ladungsstoß gehe. Genau. Denn, genau, er kann hier nicht rauswechseln. Und er muss jetzt auf Zapdos gehen. Und ich möchte, dass er auf Zapdos geht, weil ich gegen Zapdos mit meinem... Also er wird jetzt defoggen wollen. Und mit Zapdos, also wenn er defog hat, geht er jetzt in Zapdos. Wenn er nicht defog hat, sieht das ganze Game sehr, sehr gut für mich aus. Er geht auf Zapdos. Das heißt, er wird jetzt defoggen wollen. So. Das heißt, ich kann entweder Donner drücken, 2-mal. Was mir aber nicht ganz so gut gefällt. Ich finde den Voltwechsel-Play allerdings viel, viel besser. Denn so kann ich nämlich jetzt einen Dragon Dance rausbekommen. Und der Dragon Dance sollte eigentlich ziemlich gut sein. Ich gehe hier jetzt auf meinen Sandmann. Und ich sollte eigentlich damit gleich einen Kill bekommen. Ihr werdet gleich eine Macht sehen, die ihr nicht verstehen werdet. Da kommt... Er hat... Oh mein Gott, das ist so unglaublich gut. Das ist so gut, dass er nicht Defog hat. Okay, das ist insane. Ich kann hier Dragon Dancen. Aber kann ich das Game an der Stelle überhaupt gewinnen? So. So wie ich das vorhabe, gewinne ich das noch nicht. Deswegen Dragon Dance ich jetzt. Ja, ja. Er wird hier nicht drin. Okay, okay. Er hat die Kehrtwende. Alles in Ordnung. Und das heißt, sein Zapdos ist auch kein relevanter Switch mehr. Das ist sehr, sehr gut. So, er wird jetzt wahrscheinlich in Quaxo gehen wollen. Und gleich werdet ihr verstehen, was ich meine. Er geht in Quaxo, um Niesel rauszubekommen. Und ja, jetzt haltet euch mal bitte fest. Denn das wird ziemlich krank. Eigentlich war das Ganze für Porygon geplant. Aber ich möchte euch eine Macht demonstrieren, die, ja, man könnte, viele Leute sagen, das ist broken und so, aber ich sag, ja, das ist schon broken. Aber, wobei, brauche ich das überhaupt? Kill ich nicht eigentlich mit der Steinkante an der Stelle? Ah, das ist schwierig. Dafür muss ich einmal den Damage kalk. Das ist wichtig, wenn, ich kann es euch später noch zeigen. Wir haben Tyranitar. Level 50. Wir haben Adamant und wir sind plus 1. Und wir spielen gegen Quaxo auf Englisch. Ich habe genug Zeit. Das ist wichtig zu wissen, leider. Politoed. Das hätte ich wissen müssen. Gegen Politoed. Ich wusste, dass es nicht Quagsire ist. So. Level 50. Ich bin plus 1, die Stone Edge killt nicht. Wenn er full physisch defensiv ist, killt ihn nicht. Ich gehe hier auf die Stone Edge. Er wird nicht voll physisch defensiv sein. Sonst bin ich bad. Okay, danke. Okay, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe gedacht, dass ich an der Stelle schon hart gechoked habe. Habe ich aber zum Glück nicht. Und das ist sehr, sehr gut. Okay. Sein Kapaloris. Wird es mich outspeeden? Es hat den Regen. Das ist so schwierig. Ich weiß gar nicht, wie man das rechnet. Regen und Klebenetz und Dragon Dance. Es sollte sich ausgleichen. Dann sollte eigentlich nur die Base. Ich will das, to be honest, gar nicht riskieren. Ich kann gegen Zapdos immer noch... Oh, okay, Leute. Jetzt haltet euch fest. Jetzt haltet euch fest. Bitte, 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 bitte.
Jetzt wird's lächerlich. Achtet bitte auf den Damage. Jetzt wird's richtig lächerlich. Ja, ich bin plus 1. Ich drücke jetzt auf die Z-Kraft. Und achtet bitte auf diesen Schaden. Das Ding ist wahrscheinlich ein voll physisch defensives Porygon 2. Eins der Pokémon, das mit den höchsten Verteidigungswert hat von allen Pokémon, die existieren. Also an physischer, also nicht vom Wert her, sondern von der physischen Bulkiness. Ja, jetzt schaut da bitte drauf. Das Ding ist die heftigste Wall überhaupt. So, und sag mir bitte, wo die Wall ist. Wo ist die Wall? Wo ist die? Die ist nicht mehr da. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich spiele Foulplay. Ich spiele Z-Foulplay. Das hat eine Base-Stärke von 180 oder so. Das ist so gut. Das ist so unglaublich gut. Ah. Oh, herrlich. Okay, schön. Damit habe ich euch gezeigt, was ich zeigen wollte. Und kann jetzt auf mein Shaman gehen. Denn mein Sandmann hat mehr als genug Arbeit gemacht. Und genau das ist der Grund, weshalb ich das Ding gedraftet habe. Ich habe gehofft, dass die Strategie wirklich genauso aufgeht, wie sie jetzt aufgegangen ist. Ich wollte schon sagen, das war definitiv kein normaler Damage. Das war auch leider Specs Damage. Ich kann hier auf Ninja Tom gehen. Ja. Ah, feels bad, okay. Da kommt ein Engel, schaut euch an, diesen Engel. Ist der nicht schön, wegen des Heiligenscheins und so? Und Kapaloris, du wirst mich hier nicht hitten. Nehme ich an. Er hat noch Zapdos, er hat noch Politoed. Er wird mich. Kann er mich überhaupt hitten? Ich drücke mal auf Schwertanz. Kann er mich überhaupt hitten? Ninja Tom, bist du der Gott, für den dich alle Leute halten? Das wäre natürlich insane. Das wäre natürlich richtig insane. Politoed hier hat auf jeden Fall den Nassbrocken. Politoed ist weg. Warum mache ich mir Sorgen über Politoed? Politoed habe ich mit der Steinkante ausgeschaltet. Ausgeschalten? Ich habe es ausgeschaltet. Ich denke, es ist korrekt. Naja, keine Ahnung, es ist 2 Uhr nachts. Deutsche Grammatik und ich sind hier nicht mehr die größten Freunde. Er geht in... Ah, Kofagrigus, mein Freund. So. Staffette hat keine Minus-Priorität. Das bedeutet, dass ich jetzt den Sword Stance passen kann. Auf wen möchte ich denn einen Will-O-Wisp riskieren? Wer in meinem Team... Pixie. Aber eigentlich möchte ich auf den Sandmann. Eigentlich möchte ich dieses Setup auf den Sandmann bringen. Ich drücke auf Staffette. Ich drücke hier auf Staffette. Denn ich denke, dass er auf Shadow Ball geht und nicht auf Will-O-Wisp. Und wenn er auf Will-O-Wisp geht, dann drauf geschissen, dann drücke ich trotzdem auf irgendwas und ich mache halt viel Schaden. Mal gucken. Will-O-Wisp wäre jetzt sehr ärgerlich. Alles andere wäre insane gut für mich. Er geht auf... Oh, lol. Ja gut, damit kann ich leben. Damit kann ich leben, okay. Alles in Ordnung. So. Wen kann er jetzt reinbringen? Nichts. Also er kann Zapdos nicht reinbringen und er hat noch Kapaloris. Ich kann hier auch Foul... Aber Foulplay wird halt null Damage machen, ne? Ich könnte es austesten, wie viel Damage Foulplay macht. Das ist schwierig. Ich probiere es einfach aus. Ich werde hier meinen Tyranitar so oder so nicht opfern. Und wir sehen doppelten Schaden von dem, wer Foulplay Damage. Das ist nichts. Okay. Gut zu wissen. Und ich habe jetzt die Mumie. Das ist in Ordnung. Er wird jetzt auf Will-O-Wisp gehen. Er geht auf... Oh. Okay. Da wollte er mich juken. Aber gut, dass es nicht funktioniert hat. Denn ich kann jetzt auf Dragon Dance gehen und die danach mit der Steinkante rausnehmen.
Und Tyranitar ist halt einfach ein Monster. Ich habe halt Porygon 2 geone-hitted. Was ist das? Leute, spielt alle Despotar. Despotar mit Sticky Web Support. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so gut aufgeht, wie es hier aufgeht. Es ist schon ziemlich, ziemlich strong. Hätte ich selber nicht mit gerechnet, dass es so strong ist. Ich habe halt gedacht, ja, es ist bestimmt gut und so, aber das ist natürlich ziemlich krass. Ich hätte natürlich auch Knirscher spielen können, aber Z-Foulplay ist halt viel cooler, weil das hat eine viel höhere Stärke. Und ich glaube, dass ich anders Porygon 2 nicht geone-hitted hätte. Und das ist der einzige Grund, weshalb ich das gedraftet habe. Das ist, Liebe. Das ist meine ganz, ganz große Liebe. Und es ist sehr schön, also ich freue mich, dass mir das aufgefallen ist, so. Ich denke, dass ich eine Hydro-Pumpe sogar noch tanken könnte, auch wenn ich die Steinkante misse. Ich predicte den Steinkanten-Miss. Oh, sie trifft. Krass. Ich habe jede Steinkante getroffen. Mein Name ist wohl nicht Pokebazi. Und ja, der Sandsturm ist zwar weg, aber jetzt kommt ein Zapdos rein, das keine HP hat. Und ich glaube, dass Tyranitar 6 Kills gemacht hat. Kann es sein, dass Tyranitar 6 Kills gemacht hat? Das wäre ziemlich geil. Wenn es so, ich glaube, dass Tyranitar 6 Kills, nein. Raikou hat einen Kill. Tyranitar hat nur 5 Kills. Ist dennoch ganz gut. Ich drück nochmal auf den Schmarotzer, weil ich will es nicht auf die Steinkante ankommen lassen. Er könnte zwar Statik haben, aber sollte eigentlich killen, oder? Bumm. Oh lol, es killt nicht. Wenn er jetzt die Verwirrung bekommt, dann wäre es natürlich leicht unlucky. Bekommt er die Verwirrung? Bekommt er nicht. Okay, alles in Ordnung. Das heißt, ich drücke nochmal auf Schmarotzer, kill ihn. Und an der Stelle GG. Der Sandmann ist wohl ziemlich, ziemlich gut. Okay, sehr, sehr schön. Und ich denke, dass ich alle anderen YTPL-Spieler, die das sehen, auf eine ziemlich kranke Gefahr vorbereiten müssen. Denn das war ganz cool. Das war ziemlich, ziemlich cool. Holy shit. Das war überraschend für mich. Sehr, sehr überraschend. Das ist eine verkehrte Welt. Es ist Porygon 2, das krasseste Wall-Pokémon ever. Und es wird halt einfach geone-hitted. Das ist so krass. Es ist so krass, Leute. Spielt Despotar. Und mit den Worten wende ich das Ganze. Oh, ich bin überwältigt. Was für eine Machtdemonstration von Despotar. Wundervoll, wundervoll. Absolut tolles Pokémon. Sehr schön, dass ich das gedraftet habe. Und immer dann denken, erst das Müsli und dann die Milch und erst der Dragon Dance und dann der Z-Foulplay. Und bis dahin macht's gut und tschüss.